Servus und herzlich willkommen bei Thunderstrike. Wir haben ein altes Gebäude gefunden. Und die Tür ist offen. So, ganz auf Zufall haben wir ein altes Gebäude gefunden. Mitten an der B. Es ist nicht mehr viel hier drin. Hier sieht man auch wieder Graffiti. Graffiti an der Wand. Ich muss aufpassen, dass die Nachbarn mich nicht sehen. Oh, keine Gardinen mehr davor. Als wollten sie hier ausziehen, weil auch hier noch Kartons stehen. Aber hier sind mega viele Spinngeweben an den Türen und Fenster. Wie gesagt, das sieht hier überall. Das sind Besen, Staubsauger. Fliesen sind kaputt. Hier scheint so eine alte Waschküche drin gewesen. Das Badezimmer war das auf keinen Fall. Du musst da gerade mal oben ein bisschen gucken. Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall, hier ist das Badezimmer. Hier ist noch alles drin, also hier ist nichts zerstört worden. Ich bin ja nicht neugierig, ne? Nur mal gucken. Oh, die hatten hier einen Boiler. Das ist noch ein richtig alter Boiler. So, wieder mal muss ich Schutz nehmen gegen den ganzen Schimmel hier, wie ihr seht. Also es ist ganz komisch. Es sieht so aus, hier ist noch überall Wein. Also vor der Haustür ist ein Weihnachtsmann. Hier vorne sieht man also hier eine Lampe. Überall ist noch so ein bisschen Weihnachtsdeko und es sieht aus, als wenn jemand hier renovieren wollte. Es ist ein ziemlich kleines Haus. Das ist ganz komisch, dass der ganze Boden so hochgekommen. Was ist da unter? Wir haben was entdeckt. Was ist da drin? Gib alles. Vielleicht ist da eine Leiche unter. Ach. Ach. Oh. Der Wasserzähler. Hier, leuchte mal dahin in der Ecke. Das ist ein Alkoholbuddeln. Ich glaube, hier hat jemand seinen Alkoholsumm verheimlicht. Auf jeden Fall ist mir auch aufgefallen, hier sind keine Heizung. Ich glaube, derjenige hat wirklich nur mit Kamin geheizt. Ja. Weil hier ist Feuerholz, hier ist Feuerholz. Scheiße. Scheiße, was ist das? Oh, das ist nur der Zug. Ich scheiß mir hier schon wieder in die Hose. Ist nur der Zug. Guckt euch das mal an. Das ist ja eigentlich vom Schornstein. Kenne ich noch. Und wenn man ganz dicht drin, das ist mit Heißklebepistole. Ja, verdichtet. Zugemacht. Hier. Hier. Hier ist noch ein alter Schuppen. Kommst nicht rein, Nils. Hier stehen noch alles. Hier stehen noch alles Sachen drin. Ich habe eine alte Zeitung gefunden. Zeitungen sind immer sehr, sehr gut. Da kann man immer das Datum erkennen. Meistens. 2010. 2010. Aber wie ihr hier seht, hier steht alles noch drin. Sogar noch eine Leiter. Da hinten Liegestuhl, hier auch mega viel Holz. Da auch alles, der ganze, könnte jetzt alles voll. Alles voll mit Kleinholz, bis hier vorne hin.
ist jetzt auch mal eben ganz cool, was ich euch noch zeigen wollte. Hier steht ein Fenster auf Kipp. Und genau da vorne ist die Tür auf. Da bringt das Fenster auf Kipp auch nichts. Aber scheint auf jeden Fall ein altes Bauernhaus zu sein. Das sieht man immer, finde ich, an den Steinen und so weiter. Und hier hinten ist nämlich auch noch alles Feld, was aber alles schon zugewuchert ist. Jetzt müssen wir nur irgendwie hier raus. Das war nur klein, aber fein. Ja. Also in die andere Hütte gehen wir definitiv nicht rein, weil das Ding ist zu einbruchgefährdet. Ja, also das heißt, aber ist auch abgeschlossen. Und wie gesagt, ja, wir könnten durchs Fenster klettern. Aber es gefällt mir aber nicht so. Nee. Aber von innen waren wir jetzt drin, haben es ein bisschen angeguckt. Weil dieses Haus komischerweise zwei Stellen hat, wo der Boden sehr mächtig hochgekommen ist. Und das schon. Auf jeden Fall ist es ein kleines Haus. Es lohnt sich mal kurz reinzuschnuppern. Viel gibt es hier nicht zu sehen. Viel Spaß beim Suchen. Aber es liegt direkt an der B im Norden. Tschüss. Und nicht vergessen, Abo dalassen, Daumen hoch oder an der Glocke klingeln.